Jüdenza, probierst du schon das Kostüm für die große Schlittenfahrt zu Weihnachten? Nein. Julia hat mir Magnetfeldgamaschen angelegt. Die sind bei uns am Land aber nicht wirklich praktisch. Sie ziehen alten Nägel und Kronkorken magisch an und wenn man sich dann bewegt, klingt es so wie gerade eben. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den drei Welchis. Gut, Kerstin Totterer, dann freue ich mich, dass du auf Trab bist. Bist du wahrscheinlich immer, aber vielleicht nicht hier, hier auf der Sendung. Und vielleicht kannst du kurz deine Philosophie bei den Pferden, bei deiner Pferdetherapie in Nordheide vorstellen. Ja, ich stelle mich mal überhaupt einmal ganz kurz vor. Ich bin Kerstin Totterer, geboren in Hamburg, ein echtes Nordlicht sozusagen. Und bin 53 Jahre alt und wohne jetzt etwas südlich von Hamburg in der Lüneburger Heide, also in dem Mekka der Pferde, Vielseitigkeitsreiterei und der Reiterei. Und bin unterwegs zwischen Hamburg und Hannover, also Hamburg, Schleswig, Holstein, Niedersachsen, gehören so zu meinem Gebiet. Ich mache das seit etwas über 20 Jahren, bin ich Inhaberin der Pferdetherapie Nordheide, klassische Osteopathin und Physiotherapeutin für Pferde. Und ja, Philosophie. Ich bin ein großer Freund von Ursachenforschung. Mhm. Ich bin kein Freund von Symptombekämpfung ausschließlicher Natur. Also auch wenn man die Pferde behandelt, schmerzfrei macht und Dinge ins rechte Licht rückt, muss man immer schauen, wo kommt das eigentlich her? Ich möchte keine Abhängigkeiten schaffen. Also ich möchte nicht jeden Monat irgendwo hinfahren und immer dieselben Dinge tun, sondern ich bin ein großer Freund davon zu schauen, warum ist das so? Warum hat sich das so ergeben? Was kann man an der Situation verbessern, dass es dann zu einem relativ stabilen Pferd-Reiterpaar oder auch Pferdpaar wird, wo man nicht jeden Monat dieselben Sachen machen muss? Also Abhängigkeiten schaffen, Symptombehandlung ist nicht mein Ding. Okay. Auf Deutsch gesagt. Also du bist für mich die richtige Person für mein wirkliches Lieblingsthema, wie die traditionellen Podcast-Hörerinnen auf Trab wissen. Das Thema kommt immer wieder, weil ich so liebe, ja. Aber wir wollen uns diesmal nicht so sehr auf die reiterlichen Aspekte konzentrieren, mit denen man Schiefe sozusagen bekämpfen kann, sondern weil wir dich natürlich von der Pferdetherapie Nordheide haben, die Therapien, die es dagegen gibt. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, das Pferd zu zäumen. Was ist eigentlich Schiefe? Was ist die natürliche Schiefe? Und wann geht die Schiefe über die natürliche hinaus? Also die natürliche Schiefe, um es mal so ganz runterzubrechen auf einen Punkt, ist im Endeffekt die Händigkeit, mit der ein Pferd geboren wird. Also beim Menschen würde man sagen Linkshänder, Rechtshänder. Das ist die natürliche Schiefe. Das ist bei jedem Pferd so. Es gibt keins ohne eine natürliche Schiefe. Es gibt Theorien, die sind aber studienmäßig nicht belegt, die davon ausgehen, dass das mit der Lage im Mutterleib zusammenhängt. Kann man schlecht belegen natürlich das Ganze. Würde ich auch so unterschreiben, weil man weiß ja, wenn man Bilder mal gesehen hat, wie ein Fohlen, wie klein zusammengerollt ein Fohlen so liegt im Mutterleib, kann ich mir das schon gut vorstellen. Mhm. Die natürliche Schiefe, wie gesagt, ist nichts Schlimmes, nichts Dramatisches. Dann würden wir auf der Weide sehen oder Aufzucht, dass ein Pferd lieber, sag ich mal, im Linksgalopp als im Rechtsgalopp zu seinen Kumpels zurückgaloppiert. Was darüber hinausgeht, ist, wenn man es per Definition mal beschreiben soll, das, was nachher an Einschränkung da ist und ein Pferd daran hindert, völlig egal, ob mit oder ohne Reiter erstmal, seine Bewegungsamplitude zu nutzen, voll auszunutzen oder eventuell sogar gar nicht zu nutzen. Das sind so diese Pferde, wenn man sich die vorführen lässt, die den Schweif vielleicht auch extrem schief halten, dann unheimlich viel Beckenpanel nach links haben und selbst in einer engen Rechtswendung nicht mehr mit dem Becken nach rechts kommen. Dann geht es über eine natürliche Schiefe hinaus. Dann ist das Pferd in seiner Bewegungsamplitude behindert und manchmal sogar gar nicht mehr in der Lage, sie überhaupt noch auszuführen. Okay, und da sind wir bei der deutschen Trainerin Sibylle Wiemer, die mal zu Gast auf Trab gesagt hat, dass im Zweifelsfall ist der Reiter schief und nicht das Pferd. Würdest du das unterschreiben und wie beginnt man eigentlich sozusagen mit der Analyse dann? Also ich finde Sibylle Wiemer großartig übrigens. Wenn du den Satz so sagst, wie er jetzt gesagt ist, würde ich ihn nicht unterschreiben, weil es geht schon los mit dem Wort im Zweifelsfall. Es gibt ja keinen Zweifelsfall. Man kann ja eindeutig feststellen, ob der Reiter auch schief ist.
nur das Pferd, nur der Reiter oder beide schief sind. Also insofern ist der Zweifel dann ausgeschlossen. Was aber sie sicherlich damit meint, ist, ein Zweifel des Angeklagten. Ne? So, also es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, ein Pferd statisch gerade zu machen und nicht auf den Reiter zu achten, ob der Disbalancen hat, ob der sein Pferd immer wieder schief macht oder dazu bringt, schief zu laufen, muss man sagen. Was da im Endeffekt zuerst da war, das Huhn oder das Ei, ist immer so eine Sache. Es gibt durchaus auch Schiefen oder auch pathologische oder Beckenschiefstände, die den Reiter immer wieder schief hinsetzen. Ne? So, da kann der Reiter im Endeffekt gar nichts für, dann gleicht der mit seinem Körper die Schiefe des Pferdes aus. Es gibt natürlich aber auch genau den umgekehrten Fall. Ne? So, und wenn wir über die Schiefe des Pferdes sprechen, dann muss man ganz klar unterscheiden, läuft ein Pferd schief oder ist es statisch schief? Das ist ein riesengroßer Unterschied. Also es gibt Pferde, die laufen wirklich über drei Hufschläge, also richtig schief von hinten, sind statisch im Becken und so, aber total gerade. Ne? Ja. Das ist wie beim Menschen, sage ich jetzt mal, wenn ich einen Menschen habe mit 6 Bandscheibenvorfällen, dann läuft er auch nicht schön gerade über den Flur, sondern läuft der Kreuchter seines Lebens dahin. Und je nachdem, wo es blockiert ist oder wo man Schmerzen hat, sieht es anders aus. Also schief laufen ist nicht gleich schief sein. Mhm. Und dann wird es ja noch schwieriger. Es gibt ja zwischen dem Reiter und dem Pferd noch einen Sattel. Kann der auch ein Grund für die Schiefe sein? Ja, kann auch sein. Also das ist, es gibt tatsächlich Sättel, die sind von, also die werden schon schief produziert. Ne? Man muss nicht meinen, wenn man einen nagelneuen Sattel hat, einer renommierten Firma, dass der unbedingt gerade ist. Ne? Also auch da habe ich schon Dinger gesehen, also die wirklich schon schief aus der Produktion kommen. Dann gibt es natürlich auch Reiter, die grundsätzlich schief sitzen oder in der Hüfte einknicken. Dann wird man immer eine unterschiedlich hohe Polsterung nach kürzerer Zeit haben. Und dann gibt es natürlich auch Pferde, die schief sind, auch in den Schultern schief sind. Und da muss man eben unterscheiden, zum Beispiel bei einem Springsattel liegt bei vielen Fabrikaten das Sattelblatt auf der Schulter oder auch beim Westernsattel. Das heißt, die Referenzpunkte des Geradeseins sind die Schultern. Die sind fast bei keinem Pferd gerade. Da, ne, so. Wenn man einen Dressursattel hat, liegt der hinter der Schulter. Da könnte man eine Schiefe in den Schultern noch anders mit ausgleichen. Es gibt Sättel, die ursächlich sind, aber meistens ist es die Folge tatsächlich von, dass der Sattel irgendwann schief wird. Mhm. Das heißt, also du bist wahrscheinlich kein Freund, das jetzt mit Polstern und Sonstiges auszugleichen. Du startest bei der Therapie, oder? Klassisches Jein. Das hängt so ein bisschen davon ab. Es gibt ja auch pathologische Dinge. Das ist ein bisschen kürzer, auch schwer zu erklären. Also, wenn ich jetzt, wie beim Allradauto, ne? Also ich nehme ja so Vergleiche. Wenn ich ein Pferd habe, was grundsätzlich hinten links eine Schwäche hat, zum Beispiel ein Spattproblem, dann kann ich das natürlich nicht wegdiskutieren, dieses Problem. Ich kann dafür sorgen, dass das drumherum gut funktioniert, aber es wird immer wieder mal zu Problemen kommen hinten links. Das heißt, die gleichseitige Vorderseite wird das kompensieren. Das tun viele Pferde in der natürlichen Schiefe schon, wenn sie sehr jung sind, auf der Weide laufen. Das heißt, das ist der Grund dafür, dass kaum ein Pferd gleichmäßig ausgeprägte Schultern hat. Wenn ich die Grundproblematik nicht beheben kann, dann muss ich gucken, wie gleiche ich diesen Sattel mit Polster, mit Unterlagen an diese pathologische Problematik an. Aber bis ich so sage, oh, da sind wir jetzt im pathologischen Bereich, da gibt es ja noch unendlich viele Möglichkeiten. Wenn diese ausgeschöpft sind, ja, dann bin ich ein Freund davon, sich damit zu behelfen, ja. Okay, dann sind wir mal bei den unendlich vielen Möglichkeiten. Ja. Die findet man ja auch schon auf deiner Webseite. Also viele Dinge hat man gehört, weiß aber nicht wirklich, um was es da geht. Und vielleicht könnten wir sozusagen in Staccato mal die verschiedenen Therapien, die du anbietest, durchgehen und uns überlegen, ob man damit auch zum Beispiel Schiefe bekämpft. Also fangen wir mal mit der Magnetfeldtherapie an. Also, das muss ich kurz unterscheiden. Also, alles, was jetzt so an Gerätetherapien kommt, ist ja Physiotherapie, ist nicht Osteopathie. Ne? Mhm. Also, klassisch biete ich erstmal Osteopathie an. Das heißt, das Entblockieren, das Zurechtrücken, auf Deutsch gesagt auch das Einrenken. Viele denken ja, Osteopathen renken nicht ein zur Behebung der Schiefe. Das ist nicht so. Und alles, was uns Osteopathen so an Fingerfertigkeiten, viszerale Therapie und sowas zur Verfügung steht. So. Das andere, was angeboten wird, ist Physiotherapie. Mhm. Da versuche ich mich mal kurz zu fassen. Da könnte man wahrscheinlich schon einen eigenen Podcast entfüllen. Ja. Also, mein Magnetfeld ist, muss man dazu sagen, ich rede von pulsierendem Magnetfeld, ne? Nicht von, das heißt elektronisch gesteuert, mit Spulen, wirklich pulsierendes Magnetfeld. Das ist im Prinzip, gilt es wie bei jeder physiotherapeutischen Behandlung, darauf eine Mehrdurchblutung, eine Öffnung der Zellmembran zu erwirken. Und das ist ganz wichtig, das ist nämlich nicht bei jeder physikalischen Therapie gegeben, die Zellmembran zu öffnen, um einen Austausch zwischen den Zellen
zu gewährleisten. Zum Beispiel bei Entzündungen, Kissing Spines im Rückenbereich, großflächigen Problemen, zum Beispiel Läsionen, Hüftbeuger, Zerrungen im Adduktor, also Sachen, die ich nicht auf den Punkt genau erfassen kann und wo ich großflächig einwirken möchte und kann zur Steigerung der Durchblutung, Erhöhung der Kollagenfasern. Das kann man auch bei Sehnengeschichten einsetzen, bei Verspannungen, bei Blutergüssen. Alles, das ist so meine Lieblingstherapie für Sachen, wo man nicht genau auf den Punkt kommen kann. Mhm. Da muss man auch gucken, ich kann jetzt zum Beispiel ein 2-jähriges Pferd, was noch nie eine Decke getragen hat, wird ungern dastehen mit einer Magnetfelddecke, die was ich 8 Kilo wiegt oder so. Also da scheidet das schon mal aus. Okay, das ist, hast du sehr schön erklärt, glaube ich. Dann können wir auf den Punkt kommen mit Akupressur, nehme ich an. Was ist das und was ist Laserakupunktur? Also Akupunktur ist ja im Allgemeinen bekannt, kommt aus der chinesischen Medizin, yeah. Wird normalerweise mit Nadeln gemacht. Das heißt, da geht es um Zustimmungspunkte der chinesischen Medizin, da geht es um Typen, Nierentypen, Meridiane, die gestaut sind, die freigemacht werden. Im Prinzip genau darauf zielt auch die Laserakupunktur ab. Es ist prinzipiell völlig egal, ob ich das mit Nadeln mache oder mit Laser mache. Ich bin sehr monkig, ne? Ich bin ein sehr monkiger Mensch. Ich habe ganz viele monkige Eigenschaften. Unter anderem die, dass ich bei Pferden nur Dinge anwende, die ich an meinem Körper zulassen würde. So. Okay. Und keine Nadeln. Nein, also ich habe gar kein Problem mit Nadeln. Es ist so, ich weiß, dass Akupunktur mit Nadeln hervorragend funktioniert, ja. An meinem Körper nicht. Also ich bin in meinem Leben, glaube ich, 30 Mal akupunktiert worden von 20 verschiedenen Menschen und es hat nie funktioniert bei mir. Mhm. Was aber funktioniert, ist Laserakupunktur bei mir. Also das ist so eine der monkigen Eigenschaften. Ich wende das an, was bei mir am besten funktioniert, weil ich nur da zu 1000% hinterstehe. Was nicht heißen soll, um es jetzt gleich nochmal zu revidieren, dass ich denke, dass Akupunktur nicht funktioniert. Akupressur ist im Prinzip das Ausüben des Druckes mit dem Finger auf dieselbigen Punkte wie bei der Akupunktur. Es gibt da noch Variationen, es gibt eine Masterson-Methode und so weiter. Da geht es um Finger, um Handauflegen, um einen Release in der Muskelgeschichte zu erreichen. Aber grundsätzlich ist Laserakupunktur und Nadelakupunktur das Gleiche und zielt auf die chinesische Medizin ab. Einer meiner Welchis hat ein Schiefeproblem, wie du dir denken kannst, warum das so ein Lieblingsthema von mir ist. Und alle sagen immer, ja, da musst du Kraniosakraltherapie machen. Mhm. Ich bin kein Monk, aber ich muss verstehen, was ich mache. Und ganz ehrlich, Kraniosakraltherapie, kannst du mir das erklären mal? Also ich kann es versuchen. Sagen wir es mal so, das ist nicht ganz so einfach zu erklären, wenn man mal so Bilder von einem Pferdeschädel oder auch von einem Menschenschädel irgendwie so frei präpariert im Internet oder in einem Buch oder sieht, dann sieht man immer so Schädelnähte, ne? Mhm. So Nähte. So, und die Kraniosakraltherapie oder der Erfinder der Kraniosakraltherapie, das zielt darauf ab, dass diese Nähte nicht steif miteinander verbunden sind, sondern, wie man früher gedacht hat, sondern dass diese Schädelknochen einzeln gegeneinander beweglich sind. Das sind sie auch tatsächlich. Der Kraniosakralrhythmus ist unabhängig vom Herzschlag und vom Atemrhythmus. Ein ganz eigener Rhythmus. Es ist eine ganz schwer zu erlernende Technik. Ich habe das auch am Menschen gelernt. Und das ist nichts, was du so sichtbar machen kannst. Das ist für den Besitzer sehr schwer zu ertragen, wenn ein Therapeut eine Stunde neben deinem Pferd steht und vermeintlich nichts passiert. Es ist so ein Beispiel, ein gutes Beispiel sind so Babys nach der Geburt, ne? So Schreikinder. Mhm. Ganz oft, es gibt ganz viele Humantherapeuten, die auf diese kraniosakrale Therapie bei Babys spezialisiert sind. Es funktioniert hervorragend, weil die Verschiebung dieser Schädelplatten durch zum Beispiel das Überstrecken bei der Geburt, das betrifft natürlich einen Fohlen genauso wie ein Kind, oder durch Stürze, überschlagen auf dem Kopf, mit dem Kopf am Haken hängen bleiben, gibt ganz oft Störungen im kraniosakralen Bereich. Oder ganz gutes Beispiel, Kopper. Mhm. Ne? Ich habe zum Beispiel selber einen. deswegen weiß ich immer an den Tagen, wo der unter Stress war, vielleicht mehr gekoppt hat als sonst koppt er relativ wenig und Probleme hat im kraniosakralen Rhythmus, ist der extrem windempfindlich. Mhm. Also dann geht er bei Windstärke 5 ab wie die Luzi, während sonst bei Windstärke 12 der tiefenentspannt auf der Wiese steht. Also das ist schwer optisch zu erfassen.
ist aber ganz wichtig auch zur Unterstützung oder manchmal auch ursächlich zur Lösung anderer Probleme. Ich würde aber nicht so weit gehen, da du gerade von deinem Welsch gesprochen hast, zu sagen, dass man rein mit kraniosakraler Therapie das Becken gerade bekommt. Da bin ich ein großer Freund von der klassischen Osteopathie. Okay, aber nochmal zu kraniosakral. Jetzt hast du mir einen Tipp für das andere Pferd gegeben, meinen kleinen Dancer. Den hat als Fohlen die Mutter mal so getreten, dass er heute noch eine Narbe hat. So zwischen den Augen. Heißt es, man kann auch alte Wunden mit Kraniosakral am Kopf damit behandeln oder ist es das? Ja, auf jeden Fall. Man kann auch 20 Jahre alte Sachen damit behandeln. Okay. Es kann sein, manchmal habe ich ein Pferd, was so wesensverändert ist oder so sehr zurückgezogen in sich oder aggressiv oder so. Und das ist es schon seit 15 Jahren. Und manchmal verändern die sich komplett charakterlich oder von der Stimmung her, nachdem man sie kraniosakral behandelt hat. Also die Narbe jetzt bei deinem muss kein Stürfel sein. Es muss nicht sein, es kann. Das ist ja das Schöne, ne? Es kann alles, aber nichts. Kann alles sein, ja. Genau. Apropos kann alles, was kann Bioresonanztherapie? Ach, ist ja auch so ein schönes Thema. Also Bioresonanz setze ich, also andere machen es anders, aber ich setze es hauptsächlich ein für Sachen also herausfinden von Allergien, Unverträglichkeiten, psychische Probleme, ganz oft Traumata-Behandlung, das Austesten von gewissen Futtermitteln, von gewissen Kräutern. Möchte ein Pferd noch irgendwie eine gewisse Unterstützung durch Bachblüten haben, durch irgendwas? Gibt es eine Situation, eine Liegeplatzsituation, eine Stallsituation, mit dem der nicht klarkommt? Ich selber benutze es weniger für das Aufspüren von Blockaden, weil das kann ich ja selber, ne? Es sei denn, das Pferd kommt aus der Ferne und ich kenne es gar nicht und habe nicht die Möglichkeit, es anzufassen. Ich würde aber auch nicht so weit gehen, dass jetzt Bioresonanz eine osteopathische Behandlung ersetzt. Das jetzt nicht. Mhm. Aber es deckt einen völlig anderen Bereich ab. Mit manchmal erstaunlichen Ergebnissen und manchmal auch so erstaunlichen Erstverschlimmerungen. Das ist ganz interessant. Und dann Lasertherapie hast du ja kurz angesprochen, die Laserakupunktur. Wird es noch anders eingesetzt oder ist es das im Wesentlichen? Ja, also da setze ich also ganz viel die Laserdusche ein für größere Flächen. Laserakupunktur geht ja Richtung chinesische Medizin. Laserdusche, Laserbehandlung ist grundsätzlich in den physiotherapeutischen Bereich, das muss man ganz klar unterscheiden. Und ich habe den Laser eigentlich immer dabei. Das ist einer meiner täglichen Handwerksgeräte sozusagen. Weil ich den gerne nochmal so auf eine verklebte Faszie setze, auf eine schmerzhafte Muskulatur. Es beugt dann so ein bisschen auch dem extremen Muskelkater vor, den Pferde ja doch bekommen. Ich bin so ein großer Freund von tief ins Gewebe gehen bei der Behandlung. Macht wirklich dolle Muskelkater oft. Ich liebe es, bei Sehnenschäden einzusetzen. Also ist mein Klassiker auch bei Sehnenschäden. Es ist wirklich so, wenn man Risse hat oder Löcher hat, dass man dann nicht eine schnellere Heilung. Es geht nicht darum, dass das Pferd vielleicht schneller wieder einsetzbar ist. Es geht darum, dass es nicht rezidiv ist. Das heißt, das Gewebe, was sich da bildet, hat einen unglaublich viel höheren Kollagenanteil als das Narbengewebe. Es gibt gar keine Narbenbildung oft. Das heißt, es wird nicht rezidiv und das Pferd wird wieder voll einsetzbar. Also da hat man schon, da macht man schon erstaunliche Erfolge mit. Und mittelfrequente Elektronentherapie. Ja, das hört sich lustig an. Ja, jetzt, da kann ich mir nichts vorstellen. Nee, also es gibt ja im Allgemeinen, ist ja bekannt, TENS. Ne? Ja. Also TENS ist ja im Prinzip eine Schmerztherapie. Da wird so lange elektrostatische Impulse auf einen Nerv gegeben, bis der Nerv keine Schmerzweiterleitung mehr hat. Bei der Mittelfrequenz ist das so, dass egal welches Programm ich fahre, immer eine mittelfrequente Trägerwelle hinterlegt ist. Mittelfrequenz öffnet die Zellmembran. Juhu, da haben wir es wieder. Das heißt, der Zellmembran führt zu einem Austausch zwischen den Zellen. Abtransport von Übersäuerung, von Schlackenstoffen, Blutergüssen, Entzündung und so weiter. Ich habe eine nachweisbare Mehrdurchblutung in der Zelle und dadurch je nachdem, was ich damit bewirken will und was ich für ein Programm einstelle, man kann Neuralgien damit behandeln, man kann Muskelzusatz damit oder Zuwachs damit produzieren, man kann Abtransport von Verletzungen damit transportieren, sogar Migräne bei Menschen und solche Sachen. Also die Möglichkeiten sind unendlich und der Clou dabei ist immer diese hinterlegte mittelfrequente Trägerwelle. Ah, verstehe. Und jetzt kommt eine Therapie, die mich bei dir wundert, der keine Nadeln mag. Was ist Dry Needling? Ich mag ja Nadeln. Ich habe nur gesagt, dass sie in meinem Körper als Akupunktur nicht so gut wirken. Also, okay. Ich habe auch keine Nadelphobie und ich weine auch nicht, wenn ich geimpft werde. Nein, Dry Needling ist wieder völlig anders als Akupunktur. Die Nadeln sind sehr viel länger.
Das liegt darauf, dass es auch eine physiotherapeutische Anwendungsmöglichkeit ist. Das heißt, es geht direkt auf die Myogelosen oder auf die sogenannten Triggerpunkte im Gewebe. Die ja, wie jede gestörte Zelle, jede Entzündung, jede Narbe, eine andere elektrostatische Spannung haben. Das heißt, der Plus und Minus ist da im Chaos angeordnet und nicht mehr schön hübsch nebeneinander, physiotherapeutisch oder elektrotechnisch gesehen. Und wenn man diesen Punkt direkt trifft, der nie direkt unter der Haut liegt, sondern im Gewebe, deswegen sind die Nadeln so lang, dann gibt es so einen sogenannten Twitch. Denn lädt es sich einmal elektrostatisch, das habe ich nicht erfunden, sondern das kann man messen. Und dann richten sich auch an der Oberfläche die Haare auf. Und dann kann es sein, dass man innerhalb von 90 Sekunden eine Entspannung im gesamten umliegenden Gewebe hat durch diese fasziale Verbindung. Das heißt, manchmal bekommt man mit 3 gut gesetzten Nadeln die Körperhälfte besser entspannt als durch eine fasziale Behandlung. Das hängt immer davon ab, auf was das Pferd so steht, sage ich mal. Es gibt welche, die lassen sich lieber nadeln, aber auf gar keinen Fall in der Faszie behandeln. Es gibt welche, die da kann man mit Strom raufballern, dass man denkt, meine Güte, ne, das arme Pferd. Und die wollen aber überhaupt nicht genadelt werden. Das alles zielt ja darauf ab, die Spannung in der Mittelhand oder zwischen Vor- und Hinterhand so zu verbessern, dass eben auch zum Beispiel so eine Schiefe, über die wir ja sprechen, nachhaltig gelöst werden kann. Ja, uiuiui, dieses Dry-Needling hört sich irgendwie schmerzhaft für mich an. Das ist gar nicht so schmerzhaft, das ist aber, es gibt so einen Flow. Und ich habe mich natürlich auch schon mit Dry-Needle behandeln lassen von meinem holländischen Ausbilder. Und das ist so, man weint wirklich. Man weint wirklich ganz oft, weil es so rausfließt im wahrsten Sinne des Wortes. Es so wie bei der Covid-Probe. Ja, es ist so, man sitzt da manchmal und es läuft so aus dem Gesicht. Ne? Einfach weil es so läuft. Dieser Flow ist da. Und es ist ganz anders. Es ist eine ganz andere Form von Schmerz. Also es ist schon, wenn du es in der Fußsohle hast oder so, kein Zuckerschlecken. Ne? Also man braucht ein tiefenentspanntes Pferd oder verwendest du eigentlich, ich weiß nicht, irgendwelche Hanftropfen oder Sedierungen, wenn du diese, gar nie. Nein, also man braucht kein entspanntes Pferd. Ich bin ja dafür verantwortlich als Therapeut, das Pferd entspannen. Das Richtige, finde ich. Und dann muss ich, also man hat ja manchmal so ein Pferd über Jahre oder längere Zeit Schmerzen hatte oder dann sind die nicht so chillig, ne? So. Mhm. Es gibt die Charaktere von Pferden sind da so unterschiedlich wie uns bei uns Menschen. Also der eine ist in der Befundung richtig eklig und sagt, hier Fräulein, also wenn nochmal und dann aber. Und dann kommst du aber ins Eingemachte und dann geben die sich so. Und es gibt welche, lustigerweise wirklich oft männliche Pferde, die ganz lieb sind in der Befundung und wenn es dann einmal ein bisschen zwickt, die dann auch ist. Also dass ich Parallelen sind, der ist natürlich ausgeschlossen zum wahren Leben, aber das ist so, es ist ganz unterschiedlich. Meine Aufgabe ist es, zu gucken, was braucht das Pferd, meistens ja mit dem dazugehörigen Besitzer, der daneben steht, um sich sicher und wohl zu fühlen, sodass ich überall hinkomme, wo ich hinkommen möchte. Mhm. Du hast die Faszien angesprochen, das hat man früher gar nicht. Jetzt vermehrt kümmert man sich um Faszienverklebungen etc. Was hältst du eigentlich da von diesen Faszienrollen, die man so, wo man vielleicht wie so ein Teig die Schiefe ein bisschen glatt wälzen kann? Oder sollte das auch in, jetzt, ne? Ja, genau. Oder sollten solche Faszienrollen auch nur in Profi-Hände und nicht jeder einfach herumdeckern? Ne, Doktor? Also ich halte überhaupt gar nichts von Faszienrollen am Pferd, ehrlich gesagt. Okay. Null. Also ich habe, es gibt ein Video auf meiner Seite, da geht es um Do-it-yourself-Videos mit irgendwelchen Gerätschaften, weil man sowieso punktuell nie dahin kommt, wo ich gerne hin möchte, weil es in 99% der Fälle auch nicht richtig angewendet wird und weil es viele Punkte am Pferdekörper gibt, wo man es besser gar nicht verwendet. Also da, wo überall, wo Schleimbeutel sitzen. Ne? Ich hab Fälle, wo die Menschen mit dem Igelball dem Pferd eine Widerrissfistel anmassieren. Oder andere Sachen. Also es gibt es gibt nicht so viele Gebiete, wo man straflos und schadlos eine Faszienrolle anwenden kann. Okay. Deswegen, wenn überhaupt Gerätetherapie, lasst euch das bitte von dem Therapeuten eures Vertrauens an eurem Pferd zeigen, was für Mucki gilt. Das muss jetzt nicht für Rudi gelten. Okay. Also das ist sehr wichtig, total unterschiedlich. Ne? Und nur weil man meint irgendwie, dass das Pferd genießt das, hat das, also es gibt ja auch Sachen, Verspannung oder Festigkeiten, nennen wir es mal so, die sollte man besser gar nicht wegnehmen. Die sollte man so lassen, wie sie sind, weil sie der Schutzmechanismus für etwas viel Wichtigeres und Tiefliegenderes sind, an dem wir vielleicht nichts ändern können. Okay, das hört sich gefährlich an, also besser nicht herumdoktern, das macht man ja am Menschen auch nicht. Besser nicht, ja. Jedenfalls, zumindest nicht ohne Abstimmung, das stimmt schon.
Jetzt hast du so eine Vielfalt, wow, an Therapien und danke für die gute kurze Erklärung. Da kann man sich ja dann weiter reinhören in die verschiedenen Bereiche. Wie kombinierst du eigentlich die Therapien oder wie suchst du dann die Therapien eigentlich aus, die du anwendest? Weil wie du gesagt hast, das muss ja individuell geschehen, je nach. Genau, also das ist eine gute Frage, weil manchmal hat man ja so Anfragen, da sagt einer, ich möchte nur den Kopf behandelt haben, weil man fährt halt den Kopf schief. Also da muss ich leider absagen. weil das Pferd den Kopf schief hält, muss es nicht im Hals blockiert sein. Also das entscheide immer ich. Also ich entscheide das in einer gesamtosteopathischen Beurteilung. Dazu gehört ja eine sehr ausführliche Anamnese. Dazu gehört auch das Erfassen von Haltungsbedingungen, von Fütterung, von Ausrüstung. Wer geht mit dem Pferd um? Wo lebt es? Ist es zufrieden? Gibt es organische Probleme und so weiter? Und danach wird entschieden, was man wie wo einsetzt. Wenn man den Patienten schon länger kennt, weiß man ja so ein bisschen um seine Pappenheimer, auf Deutsch gesagt. Da weiß man zum Beispiel, es gibt so Pferde, egal was man da macht, wenn ich nicht irgendwo zum Schluss eine Nadel reinstecke, dann hat diese Behandlung für das Pferd praktisch nicht stattgefunden. So, dann gibt es welche, wo man sagt, okay, die stehen total auf Laser. Dann gibt es welche, wo ich sage, da machen wir am besten gar nichts außer klassische Osteopathie. Ne? Da ist weniger so ein bisschen mehr. Das hängt auch von den Umständen ab. Wie vorhin einmal schon erwähnt, ich brauche keine, nicht meinen, dass ich irgendwelche Magnetfeldgamaschen, die ja optisch so sind wie Transportgamaschen, so ein bisschen, beim Zweijährigen oder beim Pferd anwende, die noch gar keine Gamaschen kennen. Ne? Ja. So, das ist meistens nicht so toll. Ja. Oder wenn ich einen Deckhengst habe, der mit einer Verletzung seit 7 Wochen stehen muss, wird er keinen Bock haben, auf Deutsch gesagt, sich eine halbe Stunde mit verkabeln zu lassen und Elektrotherapie machen zu lassen. Da muss man so ein bisschen auch gucken, was ist möglich und was ist sinnvoll. Mhm. Ich habe viele dieser Geräte auch im Verleih. Weil wenn man zum Beispiel einen akuten Sehnenschaden jetzt lasert und ich habe ein großes Einsatzgebiet, wird es mir nicht möglich sein, alle 2 Tage dieses Pferd zu lasern. Mhm. Dann macht der Besitzer das aber immer unter meiner Anleitung mit einem Therapieplan und macht es dann zu Ende, je nachdem auch, wie die Möglichkeiten sind. Wenn ich jetzt ein reines Offenstallpferd habe und habe keine Möglichkeit, das irgendwo mal trocken hinzustellen, dann kann ich auch einige Therapien natürlich nicht anwenden. Stimmt, im elektronischen Bereich. Okay. Aber das hast du schon recht, das ist ein ganz, ganz individuelles Ding. Ja, aber vielleicht kann man deine beiden Leitsprüche über alles stellen. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Kannst du da vielleicht was sagen? Ja, das ist tatsächlich, also das ist ein Überbleibsel aus Kindertagen, aus meinem Philosophie- und Lateinunterricht von einem Dr. Benkmann. Oh Gott, der hat mich echt gekriegt, ne? Also nicht, dass er mein Freund gewesen wäre, aber das macht ja nichts. Also das heißt für mich, man macht das, was nötig ist, aber macht nicht so viel drumherum. Also man muss nicht noch, oh, jetzt wird ein Aufschrei durch die Nation gehen. 25 Tapes auf Pferd kleben in bunten Farben, 29 Gitterpflaster, damit man hübsch optisch sieht, dass man auch wirklich, wirklich was gemacht hat. Ne? Und man muss auch nicht jedes Mal, also ich bin kein Freund davon, 1000 Sachen ein bisschen zu können, sondern denn lieber 5, 6 Sachen richtig. Mhm. Ne? Man muss nicht jedes Mal sein ganzes Repertoire an Therapien anwenden, um zum Punkt zu kommen. Da muss man auch mal ganz uneitel sagen, so wann ist es genug für das Pferd? Mhm. Das heißt, also man macht das, was nötig ist, macht aber nicht noch viel schmückendes Beiwerk drumherum. So muss uneitel genau dahin gucken, wann ist es für dieses Pferd genug und muss dem Körper oder dem Organismus dann auch mal die Zeit geben, damit klarzukommen. Mhm. Und der andere Spruch gefällt mir auch, ein Therapeut heilt nicht, er hilft dem Pferd, sich selbst zu heilen. Auf was spielst du da an? Also das sind schon so 2 Sachen. Das eine ist, dass es auch in dieser Branche wie in allen anderen Branchen natürlich auch und gerade auch in der Reiterwelt sehr viel mit Ego und Eitelkeiten zu tun hat. Da bin ich überhaupt gar kein Freund von. Jetzt sage ich mal so was ganz Esoterisches. Ego-Trend. Ne? Ego-Trend dich vom Hier und Jetzt, vom Wahn aufnehmen von Informationen. Das heißt, ich kann mich nicht als Therapeut über das Pferd stellen als Heiler. Ne? Mhm. So. Man gibt der grundsätzliche Sinn der Osteopathie ist schon, dem Pferd so einen Schubs zu geben oder dem Körper in eine Form, eine Schmerzfreiheit und eine Blockadefreiheit zu bringen, dass die natürliche Bewegung, die das Pferd sich normalerweise holt oder auch unter dem Reiter holen sollte, reicht, um sich weiter zu mobilisieren. Man hat manchmal so ganz, ganz krasse Fälle, wo wirklich alles verklebt, verspannt ist. Man hat 47 Blockaden im ganzen Pferd. Das Pferd ist extrem auf Zinne, hochgradig, nerval angespannt, schmerzhaft. Und dann ist es manchmal selbst bei mir so, dass ich so nach 1,5 Stunden denke, boah, wir sind jetzt zwar überall hingekommen, aber ob das alles so Erfolg hat, das Pferd war noch so angespannt und da bin ich so nicht so... Ja, da hat man noch nicht so diesen Flow. Mhm. Und dann kommt man zur Nachbehandlung. Innerlich hat man sich die Ärmel schon hochgekrempelt, ja.
Und dann fängt einer so ein ganz flauschiges Tier, wo man noch so 2-3 Stellen nachbehandeln muss. Und dann hat, das ist genau das, da hat der Körper in der Zwischenzeit damit gearbeitet, mit der Freiheit, die, zu der ich ihm ein Stück weit verhelfe. Mehr ist es nicht, auf Deutsch gesagt. Okay, aber was mache ich jetzt? Also wenn ich so wie ich am A der Welt wohne, ja, am Ende der Welt, und ich bin eigentlich schon froh, wenn irgendein Therapeut mal zu mir vorbeikommt. Ja. Ich weiß, es gibt unglaublich viele Ausbildungen, aber ich kann dir nicht sagen, ist das jetzt wirklich jemand, der Kraniosakraltherapie versteht oder nicht? Gibt es da irgendwo ein Gütesiegel, ein deutsches oder ein europäisches oder so, wo ich sagen kann, also du bist zum Beispiel Mitglied der osteopathischen Pferdetherapie Deutschland, wo ich sage, okay, da kann ich zumindest ein bisschen sicher sein, dass die auch ihr Handwerk versteht. Jetzt mache ich mich wieder unbeliebt in der Nation. Also ich bin nicht nur Mitglied der DGOP, sondern ich bin sogar Gründungsmitglied der DGOP. So, und das ist ja schon, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Also ich bin, als ich das gemacht habe, diese Ausbildung, das ist ja schon 20 Jahre her, da muss ich ehrlich sagen, da waren wir 20 Auszubildende in einem Jahr. Davon haben 8 nach der Hälfte schon aufgegeben und von den restlichen 12 haben 4 die Prüfung nicht geschafft. So, heute haben wir, also jetzt nicht speziell bei diesem Institut nur, sondern im Allgemeinen, haben wir so 5-6 Jahrgänge à 40 Leute und alle kommen durch die Prüfung. So, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie die Qualität natürlich durch eine Form von Massenabfertigung auch darunter leidet. So, jetzt wird es einen großen Aufschrei in allen Ausbildungsinstituten geben, uiuiui. Aber es ist ja so, es gibt so eine Art Therapeutenschwemme und es ist fachlich tatsächlich, abgesehen davon, dass man jetzt Mitglied in gewissen Sachen ist, es ist ja nicht gesetzlich geschützt, dieser Bereich. Man sieht ja auch immer wieder im Fernsehen große Sender, wildes Knacken, wildes Einrenken, irgendwas. Da kann es tatsächlich, am besten geht man wirklich nach der Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Muss auch jemanden finden, dessen Philosophie eingefällt und da muss es zu einem selber passen und zu dem Pferd passen. Ich bin bekannt für meine klaren Worte. Dafür, finde ich, werde ich bezahlt und geholt. Ich werde dafür bezahlt und geholt, dass sich ein Zustand ändert, dass sich etwas zum Positiven ändert. Wenn die Worte, die ich sehr bedacht natürlich wähle, aber wenn das, was dazu führt, nicht interessiert und ich immer wieder kommen soll und dieselben Sachen machen soll, das ist nicht mein Ding sozusagen. Mhm. Also es gibt ja Menschen, die kennst du bestimmt auch in der Reiterwelt, die eigentlich so lange den Tierarzt, den Schufschmied, den Therapeut suchen, bis sie einen gefunden haben, der ihnen nach dem Mund redet und ihnen erzählt, dass also die ganze Problematik, alles also ganz schrecklich, auf gar keinen Fall können sie jemals wieder ihr Pferd reiten, weil eigentlich wollen sie auch nicht reiten und eigentlich haben sie auch Angst. Und zu denen gehöre ich jetzt so nicht. Also man muss schon einen finden, der zu einem passt und tatsächlich gibt es kein wirkliches Gütesiegel mehr. Das muss ich ganz klar sagen. Es ist schon gut, wenn man nachvollziehen kann, dass jemand auch eine vernünftige Ausbildung gemacht hat. Nicht hier 3 Wochenendseminare. Ganz schlimm. Und da muss ich echt nochmal darauf hinweisen. Zum Beispiel auch in der Dry Needling Ausbildung sind so die Dry Needling Ausbildung abgeschlossen haben und 4 Wochen später eine eigene Fortbildung für Dry Needler anbinden. Oh. Da glaube ich, das ist wirklich der größte Schmarrn. Da geht es halt um das Abzocken, da geht es darum, Kurse zu verkaufen und mit der Ausbildung von gewissen Sachen Geld zu verdienen. Da geht es nicht mehr um eine Qualität. Jemand, der gerade vor 4 Wochen eine Ausbildung abgeschlossen hat oder vor 6 Monaten, der ist nicht in der Lage zu lehren. Mhm. Also, ein Drittel ist immer Wissen, ein Drittel ist Erfahrung und ein Drittel ist Gefühl. Erfahrung macht da wirklich ganz viel aus. Also Nachfragen quasi. Nachfragen, was? Wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda. Hören, zuhören, mal was nachlesen. Gefällt mir das, was der da sagt? Ist das oberflächlich? Ist das nachgeplappert? Hat er eine eigene Philosophie? Hat er Erfahrung? Sowas. Das offizielle Gütesiegel gibt es ja leider nicht. Wir sind jetzt nur akustisch unterwegs, uns das aber trotzdem praktisch vorstellen zu können und nicht ganz uneigennützig, wollte ich dir mal das Beispiel am Schluss bringen. Wenn man ein Pferd sieht von hinten aus der Schweifperspektive im unbelasteten Zustand und die rechte Gruppe ist deutlich höher wie die linke, ebenso sieht man an den Vorderbeinen, der eine Huf, also der linke ist, jedes Mal muss der Hufschmied das korrigieren, weil der flacher ist wie der andere. Nur als Beispiel jetzt, macht es Sinn, so eine Diagnose, eine Ferndiagnose zu geben, so wie es ja beim Reitunterricht schon ganz gut mit Pivo und sonst was funktioniert, kann man eigentlich auch Diagnostik
Ferndiagnostik machen, so wie es auch zum Beispiel bei Muttermalen schon gibt in der menschlichen Therapie, dass man da mit der App seine Muttermale untersucht und damit dann den Arzt digital kontaktiert. Hältst du das für sinnvoll oder gibst du auch Ferndiagnosen, wenn jetzt jemand so wie ich eben am Ende der Welt wohnt, für solche Leute? Also das muss man ganz klar unterscheiden. Also ich kann aufgrund eines Videos, wenn mir das Pferd vorgeführt wird, sofort jede Lahmheit, jede Taktunklarheit. Dazu muss man es im Seitenvergleich sehen, harter, weicher Boden, gebogene, gerade Linie und so weiter. Dann kann ich zumindest sagen, wie ist der Takt? Wenn der Takt irgendwie gestört ist, das könnte da und daran liegen, das könnte da und daran liegen. Ansonsten ist es nicht möglich. Wenn ein Pferd zum Beispiel mit diesem Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, hinten eine Gruppe, linke Gruppe ist deutlich tiefer, dann müsste man als erstes schon mal gucken, ist der Muskel da einfach schlechter ausgeprägt oder ist das Becken wirklich schief? Ne? Das ist ein Riesenunterschied. So, es gibt viele Pferde, die von hinten, da sagt auch so eine Stallkollegin, wenn sie so hinter einem reitet, oh, dein Pferd geht ganz schief. Und so, und dann komme ich dahin und dann ist das Becken aber total gerade, ne? Wie aus dem Lehrbuch, nur der Muskel ist schwächer. Meistens ist das ganze Hinterbein dünner. Dann muss man sich fragen, warum nimmt das Pferd denn so lange schon auf dieser Seite keine Last auf? Das muss zum Beispiel übrigens mit diesem flachen Vorderhof nichts zu tun haben. Das hängt immer davon ab, wie die Ursache ist. Wenn du jetzt eine Ursprungsproblematik in der Hinterhand hast, eine wirkliche Beckenschiefstellung, dann wird immer die gleichseitige Vorderseite das kompensieren. Wenn du eine Problematik hast, zum Beispiel ein Hufrollenproblem, was von vorne kommt, dann wird die diagonale Hinterseite das kompensieren. Also diese Diagonalität ist nicht immer gegeben. Und dann muss das manchmal, also man sagt ja auch immer, das wird ja jeder Hufschmied bestätigen, dass der Huf, also der Hufwinkel muss zum Fesselstand, zum Schulterstand passen. Da sind wir wieder bei diesen Schiefen ja auch in den Schultern. Wenn die Schultern nicht rechts und links gleich ausgeprägt sein, kann der Huf nicht gleichmäßig unten aussehen. Dann nützt es mir auch nichts zu sagen, wir machen den Huf mal hübsch optisch so wie den anderen, damit der aussieht wie aus dem Lehrbuch, passt leider aber nicht mehr zum Rest vom Pferd. Da muss ich auch gucken, wie läuft der damit. Es gibt ja manchmal Pferde mit so Exterieurgeschichten, wo ich denke, wie geht denn das? Und geht super. Ne? Also optische Einwandfreiheit ist kein Garant für gutes Laufen. Ah, okay. Was ist jetzt vielleicht wirklich zum Abschluss kommend für dich ein Erfolg oder eine erfolgreiche Therapie und was ist Misserfolg? Und vielleicht kannst du die schönen und die etwas traurigeren Seiten eines Therapeuten auch aus der Praxis mal erzählen, was du erlebt hast. Also Erfolg ist auf jeden Fall, findet unter zwei Schlagworten statt. Meines Erachtens, das ist ja meine Sicht der Dinge, die ich hier erzähle, das ist Kooperation und Transparenz. Ich habe dieses Pferd eine Stunde in den Händen, jetzt anderthalb, zwei vielleicht. Oftmals bei Sportpferden natürlich auch immer wieder, weil die engmaschig betreut werden, aber manchmal auch nur einmal im Jahr. So, und dann geht damit um der Reiter, der Trainer, manchmal auch der B-Reiter, der Pfleger, eine Reitbeteiligung, die Enkelin, der Hufschmied, das Pflegepersonal, wollte ich gerade sagen, der Tierarzt und so weiter. Das heißt, das, was ich feststelle im Allgemeinen und das, was ich empfehle als Therapie, als Trainingstherapie, Futter umstellen, eventuell nochmal ein Blutbild machen, nochmal die Darmflora sanieren, vielleicht nochmal das Pferd in eine andere Box stellen, weil das unglücklich ist mit seinem Boxnachbarn. Ich muss mich darauf verlassen, dass die Menschen, die ich damit erreichen will, das auch tun. Es nützt mir nichts. Also natürlich habe ich einen osteopathischen Erfolg grundsätzlich, was die osteopathische Behandlung angeht. Aber da sind wir wieder beim Gesamtkonzept. Ne? Es ist das Gesamtkonzept. Ich möchte ja das Gesamtkonzept verbessern, um die Ursachen abzustellen. Da bin ich sehr drauf angewiesen und dass die Menschen, die mit dem Pferd umgehen, das auch machen, was wir besprochen haben, auf Deutsch gesagt. Das ist ja manchmal nicht so einfach, gerade wenn sich Pferde so in professionellen Beritt befinden. Ne? Yeah. So, dann obliegt es mir, und das ist eine Grundlage für Erfolg. Erfolg heißt für mich, dem Pferd soll es besser gehen. Das ist für mich Erfolg. Im Endeffekt geht es immer ums Pferd. Ne? Es sind keine persönlichen Befindlichkeiten. So, wie hole ich die Leute mit ins Boot? Erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass sobald Menschen verstehen, warum sie irgendwas machen sollen, was für Auswirkungen es hat, wenn der Magen Probleme macht, wenn die Darmflora Probleme macht, wenn man ihnen am Pferd zeigen kann, welche Schmerzpunkte ich durch ein zu enges Kopfeisen auslösen kann, ist das Verständnis immer sehr viel größer, als wenn ich da nur theoretisch drüber referiere sozusagen. Man ist ja schon ein bisschen älter jetzt und hat seine Erfahrung. Ich kooperiere nicht mehr mit Pferdebesitzern, die nicht bereit sind, an der Basis zu arbeiten, dafür aber vielleicht keine 250 Euro theoretisch über haben, um den Sattel vielleicht mal vernünftig ändern zu lassen, aber auf jeder Messe, sage ich mal, mir mit drei Plastiktüten rosa Gamaschen entgegenkommen. Also das ist nicht mein Ding. Ne? So, da müssen die andere Leute holen.
man kann schon, also diese Kooperation und die Transparenz, wirklich mal ehrlich zu sagen, so da und darin hakt's, ne? Ich habe zum Beispiel einen älteren Herrn, ganz reizend, der ist schon also Mitte 80, der weiß, dass der sein Pferd grundsätzlich festmacht. So, deswegen hat er einen Bereiter, ne? Dieser Bereiter bereitet das Pferd und dieser nette Herr nimmt Unterricht. Wenn dieser Bereiter einmal im Jahr in Urlaub ist, weiß dieser nette ältere Herr im Vorfeld schon, dass er sein Pferd krumm und schief reitet und festmacht. Also der bucht also mich schon praktisch vor dem Urlaub des Bereiters, damit ich hinterher nicht hin will. Dem ist das aber bewusst. Ja. So. Und das sind so also Dinge, wo Sachen gedeckelt werden, wo sich ein Besitzer zum Beispiel aufgrund eines Stallbesitzers nicht traut oder eines Bereiters nicht traut, seine Philosophie durchzusetzen. Mhm. Das finde ich ganz schlimm, ganz traurig. Oder wenn so, also wenn zum Beispiel, gutes Beispiel, kennst du bestimmt aus deinen Stellen auch von euch, es wird 360 Tage mehr inhaliert, aber es wird nicht was an der Grundqualität vom Futter geändert. Ja. Oder an der Luft oder an der Bewegung. Ja. Völlig sinnlos in meinen Augen. Also völlig sinnbefreit. Mhm. Da muss man immer gucken, so, wo kommt es wirklich her? Wenn ich ein Pferd habe mit ehemals drei Sehnschäden, kann ich nicht auf einer Anlage stehen mit grottenschlechtem Boden. Da muss ich vielleicht auch mal 20 Kilometer weiterfahren, ne? Um das Ganze in den Griff zu kriegen. Wenn ich weiß, ich habe ein schiefes Pferd oder ein Pferd, was zum Beispiel, wo ich nicht in der Lage bin, es gerade zu richten, gerade zu reiten auch. Das ist ja im Prinzip ein Korrekturreiten. Das kann ich hier. Ja, ne? So. Da muss ich mir Hilfe holen. Da muss ich mir aber auch eingestehen, wenn ich möchte, dass mein Pferd in Zukunft halbwegs gerade ist und schadfrei einen Reiter tragen kann und auch sich nicht überlastet auf den jeweils anderen Beinpaaren, dann brauche ich Hilfe am Boden und unterm Reiter, wie auch immer. Ansonsten wird es nicht lange gesund bleiben. Mhm. Und dieses Gesamtkonzept, so, das macht für mich den Erfolg aus, die Teamarbeit, ja. Mhm. Darin hast du jetzt eigentlich schon meine letzte Frage verpackt, was man alles falsch machen kann beim schiefen Pferd. Das hast du eigentlich mehr oder weniger schon aufgezählt. Oh, also beim schiefen Pferd kann man genau das falsch machen, wie beim geraden Pferd, ne? Also im Prinzip ist das, also kann man es schlecht reiten, falsch halten, das Management nicht richtig machen. Also ich hatte zum Beispiel mal ein wunderschönes Pferd, habe ich dreieinhalbjährig fast roh bekommen, also gerade angeritten. Der war so schief, also der lief so schief, dass der wirklich über drei Hufschläge lief. Der war unglaublich hohl auf der linken Hand. Der hatte osteopathisch nicht einen einzigen Befund, dieses Pferd. Mhm. Also wirklich, der ist einfach so über die Wiese gelaufen, 3 Jahre. So. Und es dauerte so, ja, ein gutes Jahr reiterlich. Dann hatte ich den gerade. Mhm. Aber das muss man auch können und wollen, ne? So, das ist auch so ein uneitles Korrekturreiten, denn dann ist das Pferd auch mal zu tief und dann reitet man so ein bisschen in Konterstellung und auf den zweiten Hufschlag sieht es auch mal nicht so schick aus. Yes, ne? Ja. So, und aber das gibt es. Es gibt eben schief laufende Pferde und es gibt statisch schiefe Pferde und es gibt Pferde, die laufen schief und sind statisch schief. Ja, damit wäre der Kreislauf dieses Podcast geschlossen. Damit haben wir angefangen. Also genau. Kerstin, es war mir echt ein Vergnügen. Mein Kopf brummt. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Wissen auf einmal in mich eingesaugt. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und du hast ja also auch die Fragen und die Hintergründe waren schön zu erklären und auch schön anzusprechen. Hast dir den Kopf gemacht. Vielen Dank für diese Einladung. Danke und vielleicht noch zum Schluss, wenn man auch ein bisschen auf deiner Seite stöbern möchte, das macht ja schon Spaß und da kann man schon viel lernen, weil du eben deine Kurzvideos, da die du auch deine Reels auch regelmäßig startest, auch nachschauen kann. Kannst du uns vielleicht kurz deinen Link durchgeben? Also meine Homepage ist ja www.pferdetherapie-nordheide.de und auf Instagram findet man mich unter pferdetherapie-nordheide.de. Mhm. Kannst mal sehen, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht mehr. Also, ansonsten habe ich natürlich auch eine private Seite, Kerstin Totterer, da ist zumindest ein Link drauf. Ne? Mhm. Aber Pferdetherapie-Nordheide findet man schon überall im Netz, auch auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok. Mhm. Na dann alles Gute in den hohen Norden und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleib auf Trab. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Tschüss, Kerstin. Tschüss. Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja, dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag.